Die WN-Sportlerwahl geht in die entscheidende Phase. Am Samstag nutzten einige der Nominierten die Chance, sich beim Talk bei Karstadt Sports zu präsentieren. So auch der Basketball-Nationalspieler Stefan Wess, der noch um Stimmen kämpft. Ist natürlich schwer, dass ich jetzt, letztes Jahr habe ich ja bei den Junioren mitgemacht und dieses Jahr bei den Erwachsenen. Und da sind natürlich auch andere sehr gute wie Matthew Taylor, der bei Preußen spielt. Und die, ich denke mal, die meisten wählen dann ihn, weil die meisten ja, weil Fußball noch ein bisschen populärer ist als Basketball. Ja, Basketball ist halt, bedeutet sehr viel für mich. Ich spiele halt 6-mal die Woche, also fast jeden Tag Basketball. Und ja, ich liebe den Sport einfach. Eine ähnliche Begeisterung allerdings für die Leichtathletik strahlt Tatjana Pinto aus. Die 20-Jährige würde ihr sogar den Sieg widmen. Ja, ich finde es wichtig generell für die Sportart, ne? Also Leichtathletik ist, steht jetzt nicht so im Vordergrund wie zum Beispiel Fußball, Reiten und Volleyball. Und deswegen finde ich das schon wichtig, ja, für die Sportart. Wahlargumente hätte Pinto bekanntlich einige. Wir sind Europameister geworden mit der Staffel. 5. Platz bei Olympia und Vize-deutsche Meisterin über 100 Meter. Ja. Aber nicht nur um den Sport ging es. Moderator Alexander Heflig stellte die Athleten vielmehr auch von ihrer privaten Seite vor und so erfuhren die Zuschauer von Darlene Jörling ein ganz sympathisches Geheimnis. Also meine Stärken sind Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen. Also wenn es zur Sache kommt, dann muss ich halt immer Vollgas geben. Und meine Schwächen sind halt, ich esse gerne und muss immer meine Gewichtsklasse einhalten. Wie groß schätzen die Nominierten ihre Chance auf diesen begehrten Pokal ein? Auch diese unangenehme Frage galt es zu beantworten. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich wurde 2011 auch schon Sportlerin des Jahres und das war für mich sehr, sehr, sehr überraschend. Und deswegen lasse ich mich diesmal auch überraschen. Ja, man sollte für mich stimmen, weil ich Nationalspieler bin und Basketball ein sehr cooler Sport ist. Also vor 2 Jahren war ich Dritte. Ich hoffe, dass ich dann entweder Dritte werde und vielleicht auch besser. Also noch ist Zeit abzustimmen auf wn.de oder bei Karstadt Sports. Für WN-Sportchef Alexander Heflig ist das Rennen noch absolut offen. Es gibt natürlich die üblichen Verdächtigen, Preußen, USC, aber manchmal gibt es auch Überraschungen, wie im letzten Jahr bei Patrick Dierks mal im Triathleten. Es ist halt eine Publikumswahl und die Leser und die User entscheiden darüber, wer die Nummer 1 wird und wer nicht.